Willkommen beim Tutorial für rote Grütze mit Vanillesoße. Die Zutaten: tiefgekühlte Waldbeeren, Traubensaft und Eigelb, Milch und Schlagsahne, Vanillezucker und Speisestärke sowie Süßstoff und Vanillearoma. Gebt den Traubensaft in einen Topf. Fügt den Süßstoff hinzu und kocht alles einmal auf. Gebt die Speisestärke in etwas Wasser und rührt sie glatt. Nach dem ersten Aufkochen gebt ihr das Speisestärkewasser in den Saft, rührt einmal durch und kocht den Saft jetzt noch einmal auf. In den inzwischen schon ein wenig angedickten Saft gebt ihr jetzt vorsichtig die Tiefkühlbeeren. Diese mengt ihr gleich gut runter. Ihr seht sie gar nicht. Diese rührt ihr gleich gut unter und stellt die Grütze dann erstmal kalt. Für die Vanillesoße gebt ihr in einen kleinen Topf die Milch und fügt dann die Sahne sowie den Vanillezucker und das Vanillearoma bei. Zusammen kocht alles jetzt einmal kurz auf. Nachdem sie einmal kurz gekocht hat, gebt ihr jetzt langsam das Eigelb in die heiße Milch und rührt es sorgfältig unter. Erwärmt die Vanillesoße jetzt noch einmal auf dem Herd, wobei sie nicht kochen sollte, sondern nur eindicken. Sobald die Soße ein wenig eingedickt ist, lasst ihr sie ebenso wie die Grütze ein wenig abkühlen. Sobald die rote Grütze abgekühlt ist, könnt ihr sie in ein Dessertschälchen füllen und mit der Vanillesoße toppen. Ich wünsche einen guten Appetit.